Kreuzfahrt in die Ruhe Finnlands. Über die mittelfinnische Seenplatte, Tage der totalen Entspannung und der Romantik. Und immer wieder Wasser, Wasser, Wasser. Start ist am Kärmä-Kanal mit Kurs auf den Linnansaari-Nationalpark. Die einzelnen Seen entstammen noch aus der Eiszeit und sind meist mit Schleusen verbunden. Erst dadurch wird eine ausgedehnte Schifffahrt möglich. Und ausgedehnt ist diese wasserreiche Region 10-mal so groß wie Bremen mit ihren 15.000 Uferkilometern, immerhin mehr als ein Drittel des Erdumfangs. Fünf Tage finnische Entschleunigung sind angesagt und die Gäste freuen sich jeden Tag an Bord oder an Land über eine Erholung ohne Hektik. An der Gegend gefällt mir am meisten, dass du hier einfach alles machen kannst. Natur, du kannst schwimmen, du kannst segeln, springen ins Wasser. Also es ist wirklich herrlich. Immer wieder liegt die Puijo an den schönsten Stellen an. Wie hier im rustikalen Feriendorf Jevisiden mit seinem wunderschönen Ambiente. Mit urigen Holzhäusern oder den typischen Wasserbottichen. So mancher Gast ist sogar Wiederholungstäter. Ich komme seit über 20 Jahren hier in diese Saimaa-Seenregion, speziell hier an diesen Ort. Und ich mag einfach die Seenlandschaft und man kann auf eine Insel rausfahren, genießt die Ruhe und man kann machen, was man will. Das ist einfach toll. Toll ist es auch bei Kerzenschein und am offenen Kamin im schummerigen Weinkeller. Ein mittelalterliches Gelage an langen Holztischen. Groß ist die Auswahl an Ferienhäusern zum Übernachten. Es gibt hochmoderne Unterkünfte mit allem Komfort. Aber auch praktische Reihenhäuser. Prächtig bunte Holzvillen für große Familien. Oder auch einfache Holzhäuschen mit ebenfalls großem Komfort für einen ganz langen Urlaub. Und auch eine eigene Sauna darf eigentlich nirgendwo fehlen. Übernachten kann man zwar nicht mehr auf der markanten Burg Olavinlinna, aber man kann sie besichtigen, ein wenig erschaudern und die weite Aussicht genießen. Und dann kommt es zu einem ganz persönlichen Genuss. Bei einem Backkurs, wo es um die besten Piraka geht, traditionelle karelische Piroggen, Teigtaschen also mit einer Füllung aus Milchreis. Rund 25 Minuten bleiben die bei 250 Grad im Ofen, dann gibt es noch einen Klacks aus gehackten, gekochten Eiern mit Butter obendrauf und fertig sind sie. Da sagen wir Hyve Roaka Alua, guten Appetit! Wieder zu Wasser geht es dann weiter mit der Puijo Kurs Horizont in die finnische Idylle. Zeit ausnutzen, denn die Saison dauert hier nur von April bis September. Auf dieser Reise gefällt mir vor allem die Natur. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, hier 2-3 Wochen irgendwo da drüben in einem Möcki 2-3 Wochen Ferien zu verbringen und einfach die Seele baumeln zu lassen. Oder einfach wiederkommen. Eine fünftägige Kreuzfahrt kostet 1.850 Euro und großzügige Ferienhäuser kann man um die 700 Euro buchen. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehkanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehkanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.